MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zum Euro Truck Simulator 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und ich hoffe, dass die Webcam funktioniert. Und ja, ich würde sagen, wir starten durch. Wir sind ja noch auf dem Weg nach Osnabrück mit, ich weiß es gar nicht, was hatten wir? Ein Lüftungsschacht war es, genau. Ja, das Lenkrad ist noch nicht so optimal positioniert hier. So, wo sind wir denn? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Aktuell waren wir in... Wir sind gar nicht in Osnabrück. Quatsch. Wir sind da weggefahren. Wir sind von Osnabrück, ne? Ne, sind wir auch nicht. Warum zeigt mein... Ach, scheiß drauf, Leute. Egal. Wir sind jetzt auf jeden Fall nach Rennes unterwegs und danach nach Roscoff, glaube ich, ne? Heißt das so? Roscoff. Ja, keine Ahnung, wie es auf Französisch ausgesprochen wird. Ich bin kein Franzose, von daher weiß ich das auch nicht. So, dann flitzen wir mal flott hier vorne durch die freie Mautstelle. Was heißt frei? Also... Die barrierefreie, würde ich schon fast sagen. Obwohl, die besten Mautstellen gibt es immer noch in... ich hätte fast Thailand gesagt. Wie komme ich denn jetzt auf Thailand? Vor allen Dingen war ich in meinem Leben noch nie in Thailand. Norwegen oben. Da sind die Dinger einfach die besten, die es gibt. So, ich hoffe, dass die Webcam groß genug ist und dass wir uns endlich im angemessenen Format sehen können. Ich habe damit ja angefangen in Agents of Mayhem mit der Webcam, und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Übrigens kommt Agents of Mayhem jetzt immer von Donnerstag bis Sonntag, bis das Spiel natürlich durch ist, und dann kommt der nächste Action-Knaller-Hit, keine Ahnung. Ich hätte nochmal Bock auf Far Cry, aber Far Cry ist so ein ewig langwieriges Spiel, und damals haben nur so 200 Leute zugeschaut. Da sind es ja bei Agents of Mayhem mittlerweile 500 Leute. Das ist schon cool. Also es wird langsam eine steigende Community. Und ja, es ist natürlich total geil. Heute dürfte der 4. September sein. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt ETS 2 täglich auch endlich funktioniert. Dass wir es auch täglich genießen können. So, was habe ich denn momentan vor? Das ist ganz einfach erklärt. Ich habe jetzt gerade aktuell erstmal vor, alle Städte zu erfahren, bevor ich wieder die Promods reinhaue. Weil, ja, wir haben so wenig Städte irgendwie. Das ist... Wir sind hier über 700 Folgen rum am Nuckeln, wisst ihr, und wir haben die Welt noch nicht mal gesehen. Wisst ihr, wie ich das meine? Wir waren zwar fast überall, aber wir waren auch irgendwie nicht überall. Das möchte ich gerne ändern. Erster Aufenthalt in Rennes, Rennes heißt es. So, das heißt, den Aufenthaltsort löschen wir, fahren bis zur nächstmöglichen Wendemöglichkeit, und dann drehen wir einmal und fahren wieder weiter. Ah, perfekt, da vorne ist auch ein Kreisverkehr, den nutzen wir einfach aus. Dann hatte ich das Problem ja eh erledigt. Es darf nur keine Polizei kommen, weil das wird wieder teuer. So. Einmal drehen im Kreis. Wir drehen uns im Kreis. Jetzt seht ihr mal, was für spastische Bewegungen ich den ganzen Tag mache. Also Spastik ist nicht böse gemeint von mir, sondern Spastiker leiden manchmal unter spastischen Bewegungen. Und manchmal sitze ich auch dann hier und fange einfach an zu tanzen oder so. Damit müsst ihr euch jetzt abfinden. Ich denke mal, damit habt ihr euch schon vor zig Jahren abgefunden. Oh, Gesundheit, Duff. So viel Luftdruck hier schnüffelt, du Lümmel. Ich habe ein Kabel zwischen den Beinen. Nein, also... Ihr wisst, wie ich das... Nein, ihr wisst das nicht. Dankeschön fürs Vorbeilassen. Super, super nett von dir. Hättest du nicht tun müssen, aber du hast es gemacht. Danke. So... Welche Spriterfahrung habt ihr eigentlich im ETS 2 gemacht? Welcher LKW hat bei euch den besten Verbrauch? Das würde ich mal gerne wissen. Oder probiert es einfach mal aus. Fahrt mal eine gewisse Strecke, wo auch bergab ist, runter und so. Also nicht nur gerade Fläche wie jetzt hier. Und sagt mir mal euren besten Spritverbrauch. Also im Durchschnitt, nicht den aktuellen. Eieieiei.
Frankreich ist im ETS 2, wie soll ich sagen, nicht gerade extrem hübsch, aber auch nicht gerade extrem hässlich. Könnte aber auch daran liegen, dass gerade das Wetter extrem hässlich ist. Es ist so diesig, würde ich es nennen. Für die Leute, die nicht wissen, was diesig bedeutet eigentlich so ein bisschen grau, so ein bisschen Wetter. Halt nicht schön. Ich sitze jetzt hier nicht und freue mich, ja, geil, tolles Wetter, sondern ich sitze hier eher und denke mir, nerviges Wetter. Naja, was soll's, ne? Da müssen wir jetzt durch. Huch. Oh, der Heinz, der spielt Grand Theft Auto 5. Seht ihr das überhaupt? Muss ich mal bei der Bearbeitung drauf schauen. Ich finde den DAF-Spielzeug-LKW so toll. Ich finde, der hat einfach was. Hier sind nur noch 70 erlaubt. Dann bremsen wir auch mal ab auf 70. Und warum auch immer hier nur 70 gerade erlaubt sind, ich habe vielleicht wegen der Abfahrt, vielleicht folgt darauf auch eine Auffahrt. Wow, die Abfahrt ist geil. Man zieht hier runter mit Vollspeed und fährt einfach hinten wieder hoch. Das wäre schon nice. Schade, dass wir die verpasst haben. Naja, egal. So, 4 Stunden, 29 Minuten haben wir noch Fahrzeit. Und wie sieht es mit Schlafen aus? Ja, nächste Pause ist in 2 Stunden. Bedeutet, wir müssen gleich mal ratzen. Oh. Halt. Dass man das immer wieder anmachen muss, das geht mir so auf den Sack. Dadurch, dass wir auch das Getriebe auf Höchstleistung gestellt haben, haben wir einen deutlichen Beschleunigungsschub, weil hier vorne im blauen Bereich zieht er einfach genial an. Das sieht man hier nochmal. So. Die Frage ist, kriegen wir jetzt hier nochmal einen Schlafplatz? Ich meine, wir haben eben eine Mautstelle angezeigt bekommen, die ist bis jetzt noch nicht da. Naja, wir warten mal ab. Ich bin mal vorsichtig. Und nochmal der Hinweis für die Leute, die sich auch gerne einen Sitz von DX Racer oder von irgendeiner anderen Firma bestellen möchten. Okay, von anderen weiß ich es halt nicht, ne? Von daher kann ich nur von diesem reden. Die rutschen bei schweren Bremsungen nicht weg. Außer man legt sich so in den Sitz rein. Dann ist das was anderes. Aber wenn man ganz normal drauf sitzt, ohne Probleme, man rutscht nicht weg. Ihr müsst da keine Angst haben. Viele kaufen sich die Stühle eben nicht, weil sie das Problem vermuten. So, den überholen wir jetzt flott. Wir sind auch ratzfatz auf 90, er braucht noch so ein bisschen. Im Übrigen bin ich wieder arschmüde. Es liegt daran einfach, dass ich momentan Frühschicht habe und die schlaucht einen. Die zieht einen so richtig auseinander. Und das tut weh. Des Weiteren hat mein Rechner eine Macke. Und zwar der Gehäuselüfter vorne unten macht momentan ein bisschen Disco-Disco, würde ich schon sagen. Nämlich, wenn man den Rechner anmacht, bevor die Kontrolle ihn reguliert, fängt er an zu rascheln und zu rauschen und... Wie soll ich sagen? Es hört sich nicht wirklich schön an, ne? Es hört sich eher katastrophal an. Jetzt juckt mein Bauch. Also meine Seite. Ich habe hier an der Seite meinen Bauch. Ich bin voll komisch. Zieh nicht einfach rein, mein Freund. Danke fürs Warten. Echt höflich. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er einfach reinzieht und dann war es das. Das. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ein Schlafplatz und eine Tankstelle. Tankstelle benötigen wir, ja, eigentlich nicht, aber... Ja, wenn ich sie eigentlich nicht benötige, muss ich auch nicht tanken. Ist ja Blödsinn. Hier lang. Ah, da vorne kann ich parken. Sehr gut. Huch, Entschuldigung. War keine Absicht.
Ich finde die Logitech-Kopfhörer eigentlich cool, aber irgendwie haben die einen total... Na, jetzt ist schon besser. Gut, man sollte sie einfach nur richtig anziehen. Bevor man rummotzt. So, 10 Stunden, 57 können wir noch pennen. Müssen wir aber gar nicht, weil alles okay ist. So. Gucken wir da mal, wie schnell sich das alles hier so aufheizt. Und auf wie viel Temperatur so dieses Wasser kommt, das Öl kommt und so weiter. Ich denke mal, das wird sich wie bei jedem anderen LKW auch so bei 80, 85 Grad einpendeln. Wir haben jetzt Wasser 54, 55, Öl schon 81, sehr gut. Aber ich habe noch mal eine Frage an euch. Und zwar könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Was würdet ihr euch, wenn es irgendwann mal einen ETS 3 geben würde, in diesem Teil wünschen? Also ich werde dazu auch ein Spezialvideo mal machen, einfach nur so Interesse halber. So einen kleinen Talk, würde ich sagen. Dass wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Wieder ein schönes Bild für Thumbnail. Im Übrigen vielen herzlichen Dank. Es haben einige geschrieben, dass die Thumbnails cool sind. Und das freut mich natürlich. Weil, ja, es hat ja lange gedauert, bis ich überhaupt welche gemacht habe. Gehirnkotze. Es hat nicht lange gedauert, bis ich welche gemacht habe. Es hat lange gedauert, bis ich meine Videos regelmäßig damit belege. So könnte man es sagen. Da kam das Essen hoch. Lecker. Schön aufgestoßen. Sodbrennen lässt sich melden. Wer kommt denn da so schnell angefahren? Nix da. Stell dir mal vor, ihr habt so einen LKW-Fahrer neben euch stehen und dann so, nix da. Und alles. So, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.